Das Europäische Parlament sprach sich heute mit großer Mehrheit für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen der EU aus. Berichterstatter Dr. Dieter Lebrecht-Koch setzte dabei nicht nur auf Innovationen im Fahrzeug selbst, sondern auf einen ganzheitlichen Ansatz, der Mensch und Technik sowie Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene berücksichtigt. Herr Dr. Koch, das Thema Verkehrssicherheit wurde ja schon am Rande anderer Gesetzestexte beleuchtet. Was ist denn an Ihrem Bericht jetzt so besonders? Also wir sind besonders stolz auf einen integrierten Ansatz, einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir haben gemeinsame Ziele erarbeitet zur Verringerung der Verkehrstoten, aber auch der Schwerverletzten. Und wir haben gesagt, wer für die Realisierung dieser Ziele zuständig ist, eben nicht nur die Europäische Union, sondern auch Mitgliedstaaten, auch kommunal und regional Verantwortliche, selbst die einzelne Person. Und wir haben gesagt, wie das Ziel erreicht werden soll. Als dritten Punkt, nämlich auf europäischer Ebene über Gesetzlichkeiten, aber eben auch über Leitlinien oder wir haben Studien in Auftrag gegeben, damit wir auf dem Gebiet mehr und interessantere Dinge erarbeiten können. Sie sagen, die Grundlage für mehr Verkehrssicherheit seien zuverlässige Daten. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ja, Frau Mancini, es gibt die unterschiedlichen Mitgliedsländer, die Unfallursachen, Unfallhergänge, aber auch Verletzungsursachen unterschiedlich definieren. Und damit gibt es überhaupt keinen Vergleich, an welchem Punkt wir ansetzen sollen europaweit. Und ich glaube, da eine Harmonisierung zu bekommen, auch um am Ende die Mitgliedstaaten ein Stück weit miteinander zu vergleichen, sind einheitliche statistische Daten notwendig und Definitionen. Das ist erforderlich, damit auch wissenschaftliche Einrichtungen sich mit dem Thema beschäftigen können. Sie sprechen sich ja in Ihrem Bericht für einen Koordinator zur Straßenverkehrssicherheit aus, der innerhalb der Kommission integriert sein soll. Kritiker sagen, dann haben wir ja wieder eine andere EU-Agentur. Sind diese Bedenken berechtigt? Sie sind überhaupt nicht berechtigt. Es ist für mich der Punkt, wo ich sage, endlich Schluss mit der Diskussion einer europäischen Straßenverkehrssicherheitsagentur. Wir wollen jemanden haben, der koordiniert innerhalb der Europäischen Kommission. Ich bin seit 15 Jahren am Thema Verkehrssicherheit und weiß aus den verschiedenen Generaldirektionen, also Wirtschaft, Verkehr, Umwelt, Verbraucherschutz, Forschung, Entwicklung, Binnenmarkt, die machen alle viel. Aber zum Teil widersprechen sich deren Entscheidungen oder sie sind unkohärent. Und da jemanden zu haben, der das Gute, was in der Kommission an Potenzial da ist, verbindet, das wäre mein Ziel. In Ihrem Bericht sprechen Sie ja auch ein heißes Eisen an. Das ist nämlich eine harmonisierte Promillegrenze für ganz Europa. Machen Sie sich damit nicht viele Feinde, Herr Dr. Koch? Das mag sein, aber ich glaube, wenn wir sicher auf unseren Straßen unterwegs sein wollen und auch sicher sein wollen, dass unser Gegenüber sicher ist, sicher fährt, dann müssen wir sagen, zumindest Fahranfänger und Berufskraftfahrer müssen unter dem Motto fahren, entweder fahren oder trinken. Das ist ein Grundsatz, hinter dem ich stehe. Natürlich muss man auch mal einen Hustensaft trinken können oder eine Weinbrandbohne essen können. Und insofern haben wir auch Toleranzgrenzen mit einformuliert in unserem Antrag. Darüber hinaus, glaube ich, sollten wir uns ruhig damit beschäftigen, ob es europaweit für alle anderen eine Promillegrenze geben sollte, ob die bei 0,2 liegt oder bei 0,5. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber nichts ist wissenschaftlich fundiert. Und da haben wir die Europäische Kommission aufgefordert, einmal Studien anzufertigen, Wissenschaftler zu befragen, Ärzte, Psychologen zu befragen. Wo kann man sie ansetzen? Und dann können wir über eine Harmonisierung für alle anderen Verkehrsteilnehmer reden. Fußgänger dürfen übrigens ein Stück weit mehr trinken als diejenigen, die motorisiert unterwegs sind. Herzlichen Dank, Herr Dr. Koch. Ich danke Ihnen.